Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar, ich habe mir jetzt heute und beziehungsweise gestern und heute die Kommentare durchgelesen von meinem Giveaway, wo ich ja gefragt habe, wo ihr Hilfe benötigt. Und da war sehr viel Facebook-Ads dabei, deswegen werde ich jetzt so wöchentlich ein, zwei Videos mal schauen, wie es sich ausgeht, zum Thema Facebook-Ads bringen. Und im heutigen Video geht es ums Thema Facebook-Ads, und zwar um Scaling. Scaling ist ein nicht einfaches Thema, selbst die besten, erfahrensten, also ich bin ja in verschiedenen Masterminds selbst, wo wirklich Leute 10.000 plus am Tag machen. Und Facebook-Ads, also zum Thema Skalieren, das ist so ein Thema, es gibt kein richtig oder falsch, allgemein Facebook-Ads. Es gibt so viele Strategien, so viel verschiedene Sachen mit denen, also wenn ich mir anschaue, in diesem Mastermind, jeder hat so ein bisschen seine eigene Strategie und hat trotzdem seinen Erfolg. Und ja, auf alle Fälle, als allererstes müsst ihr wissen, dass es natürlich horizontal und vertikal in der Umgangssprache heißt. Also das heißt entweder, ich sag mal, mehr Augen aufs Produkt. Das sind mehrere Adsets, mehrere Zielgruppen und natürlich das klassische Budget. Das heißt, wir wollen Budget erhöhen und ja, das Problem. Was ist das Problem? Für diejenigen, die es schon probiert haben, die vielleicht ein bisschen skalieren oder auch ein bisschen härter skalieren. Das Problem ist folgendes, dass sich der CPP, also der Cost per Purchase, meistens verzweifacht oder manchmal sogar verdreifacht. Das heißt, als Beispiel, du hast eine laufende Kampagne auf 20 Euro und du bezahlst 5 Euro pro Kauf. Wenn du das jetzt versuchst zu skalieren oder härter zu skalieren, kann es, also wenn du wirklich hart skalierst, kann es definitiv sein, dass dein Cost per Purchase auf 10 oder 15 Euro sogar geht. So, und wenn du jetzt eine knappe Marge hast, rutschst du natürlich ins Minus. Das heißt, wenn du zum Beispiel ohne Adspend 10 Euro pro Profit machst und auf einmal 10 Euro oder 15 Euro bezahlst, rutschst du ins Break-Even bzw. ins Minus. Und ihr könnt das gerne mal beobachten bei Leuten. Es gibt so oft Screenshots, ihr seid definitiv sicher in einigen Gruppen, wo High-Volume-Stores wird von Leuten, die 20, 30, 40, 50, 100.000 am Tag umsetzen. Und wenn die mal was posten, achtet da mal auf diesen Cost per Purchase. Bei denen ist der Cost per Purchase im Durchschnitt so zwischen 15 und 25 Dollar bis sogar 30 Dollar. So, was sagt uns das? Das 15 bis 25 Dollar oder Euro Cost per Purchase ist nicht schwierig zu erreichen. Das heißt, die Kunst beim Scaling ist nicht das Scaling an sich, sondern die Kunst dabei ist, profitabel zu bleiben bzw. an eurer Average Order Value zu arbeiten und an eurer Profit Marge. Und das ist ganz witzig zu beobachten, also jeder, wirklich quer durch die Bank, also ich habe eigentlich noch nie oder selten wen gesehen, der richtig skaliert, also wenn ich rede jetzt wirklich von Budgets von 500 bis 2500 pro Adset, der was ein Cost per Purchase bei 5 Euro hat. Also extrem selten. Ich persönlich habe es eigentlich noch nie gesehen. Und das ist der springende Punkt. Das heißt, beim Facebook-Ad-Scaling müsst ihr nicht an sich, das ist nicht schwierig. Es geht nur darum, dass ihr eure Average Order, also das heißt, wir schreiben hier, ihr müsst definitiv schauen, vor allem beim harten Scaling, dass eure AOV, eure Profit-Marge hoch genug ist, überhaupt, dass ihr das skalieren könnt. Das heißt, wenn ihr ein 10-Euro-Produkt verkauft, einfach so ohne Upsell, ohne BOGO, werdet ihr nie so wahnsinnig viel skalieren können, ohne dass ihr da ins Break-Even oder überhaupt ins Minus rutscht. Die Lösung ist hierbei ganz einfach. Ihr müsst schauen, a, dass ihr Produkte nehmt, wo ihr eine höhere Profit-Marge habt, b, Average Order Value arbeiten, c, BOGO-Offers als Beispiel, weil als Beispiel, wenn du ein 15-Dollar-Produkt hast, BOGO-Offer machst, buy 2, get 1 free, hast du schon 30 Dollar, vielleicht noch ein Upsell dazu mit 20 Dollar, dann bist du schon Richtung 50 Dollar, das ist schon sehr gut. Wichtig ist auch nur, wenn du zum Beispiel jetzt Produkte verkaufst, 30, 40, 50 Euro, Dollar, was auch immer,
dass das nicht automatisch heißt, dass es im EK mehr kosten muss. Natürlich müsst ihr darauf achten, was der Mitbewerb macht, wie in welcher Preis, sage ich mal, in welchem Preis sich dieses Produkt bewegt. Also ihr könnt jetzt nicht einfach ein Produkt nehmen, das vielleicht allgemein für 10 Euro verkauft wird und das einfach für 30, 40 Euro verkaufen. Das geht natürlich nicht. Aber das ist so die Lösung beim Merken. Es ist relativ simpel. Es ist leichter, wie schreibe ich das? Leichter skalieren oder überhaupt FB-Ads, wenn höhere Profitmarge. Ihr könnt auch mal zum Beispiel bei Alex Becker vorbeischauen. Der behandelt das Thema auch ab und zu. Und er hat da vollkommen recht. Er hat keine besonderen Ads. Also wenn ihr die Ads anseht, sind nichts Besonderes, keine besonderen Landing Pages. Das Einzige, was er hat, ist halt immens hohe Frontend-Offers. Also ich glaube, die sind so zwischen 1000 und 2000 Dollar, diese Kurse, was er da verkauft. Und dadurch kann er natürlich auch zigtausende von Euro am Tag ausgeben, weil er einfach viel leichter in Profit geht bei ein oder zwei Verkäufen. Ist easy, wirklich easy. Und wenn du aber ein Produkt hast, was vielleicht oder Free Plus Shipping machst, so richtig skalieren, wird schwer werden. Okay? Das wollte ich euch mitgeben zum Thema Facebook Ad Scaling an sich. Grundsätzlich, wie du skalieren kannst, gibt auch mehrere Arten. Ich bin ein großer Freund von Duplizieren. Das heißt, wenn du jetzt eine Anzeige hast, die gut funktioniert, dupliziere ich diese und baller die auf 50, 100 Euro, was auch immer, je nachdem, wie sie performt hat. Ganz wichtig ist auch noch beim Scaling. Nur weil du jetzt, zum Beispiel, wenn du jetzt über 7 Tage lang eine Kampagne hast oder eine Anzeigengruppe, die gut performt und jetzt diese duplizierst und erhöhst mit Budget 50, 100, was auch immer, wirst du nicht gleich am ersten Tag profitabel werden. Oder selten zumindest. Das heißt, Facebook braucht wieder Minimum Tage zum Optimieren. Das ist ganz, ganz wichtig, weil die meisten sagen dann, oh Scheiße, erster Tag minus, zweiter Tag minus. Das braucht wieder seine Zeit. Es ist so wie im Prinzip eine neue Anzeigengruppe, nur du weißt schon, okay, die hat gut funktioniert. Heißt aber auch nicht, dass das immer funktioniert. Und mittlerweile habe ich auch wieder Leute in meinem Umfeld zum Beispiel, die einfach die Budgets erhöhen, also die bestehenden Anzeigengruppen. Und teilweise funktioniert das auch. Das heißt, wie etwas funktioniert, das ist immer abhängig, hat viel mehrere Faktoren. Und ja, das war es eigentlich zum Facebook Ad Scaling. Achtet darauf, dass ihr eure Average Order Value erhöht. Wichtig, ganz, ganz wichtig. Eure Profitmarge vor allem. Weil ihr werdet euch immens, immens leichter tun, wenn ihr wisst, ey, ich habe zum Beispiel 25 Euro Profit ohne Ad Spend. Ich kann rausgehen und 10, 15 Euro ausgeben und mache noch immer 10 Euro pro Order oder pro Sale. Das ist gut. Wenn du Produkte hast, die 5, 10 Euro kosten, da kannst du nie so große Profitmarge haben. Gut, das war's zum Thema Facebook Ad Scaling. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Würde mich freuen, wenn ihr ein Like da lasst und wir sehen uns dann im nächsten Video. Ciao, ciao.